Ja, und damit erstmal herzlich willkommen zum neuen, alten Let's Play. Frohe Weihnachten erstmal, nachträglich nochmal. Prost. Zum alten, neuen Let's Play oder... Tja, zu etwas ganz Neuem, sagen wir mal so. Ich habe so ein bisschen das Minecraft-Let's Play... Schnibbel mich tot, was ich da gemacht hatte, diesen Turm, den ich da bauen wollte, beziehungsweise dieses Gebäude, habe ich so ein bisschen auf Eis gelegt, denn ich habe vor, so ein bisschen ein Let's Play so ein bisschen auf Season-Art-Basis zu machen. Ich muss mal eben so ein bisschen die Kamera richten. Und zwar werden wir ja mehrere Staffeln wahrscheinlich hier von Minecraft haben werden. Und wie, warum... Was das Ganze soll, erkläre ich euch. Und zwar habe ich voll Bock zu Survivalen, zu Überleben-Modus, Überleben-Modus zu spielen. Mit euch zusammen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und könnt dann so ein bisschen unter die Kommentare dann immer schreiben, ja, yeah, egal, lasst uns das nächste Mal machen in der Folge. Und dann werde ich natürlich auf eure Fragen und Wünsche eingehen. Deswegen nenne ich das Ganze auch Season 1 LP, also für die Welt, die ich jetzt gleich erschaffen werde. Ich werde es noch nicht drücken, weil ich jetzt noch ein bisschen quassel und ich muss mir ja gleich sofort loslegen. Ja, erstens habe ich ein neues Mikrofon, das haben wahrscheinlich einige von euch schon mitbekommen. Ich habe zwischenzeitlich jetzt auch vor kurzem erste Mal auf Mac gestreamt, ein Spiel, über Twitch. Leider ist der Mac halt nicht mehr so der Knaller. Alter, wie hänge ich denn hier? Ich hänge voll schief im Bild. Weil diese doofe, dämliche Mütze hängt hier immer an diesem doofen, dämlichen Kissen. So, jetzt ist schon viel, viel besser. Und der Bommel hängt mir auch immer irgendwie drin. Naja, ist ja auch scheißegal. Und das finde ich sehr, sehr geil. Wie gesagt, ich möchte mir auch irgendwann demnächst mal wieder einen PC zulegen. Und ich brauche unbedingt eine Capture-Karte, weil das PlayStation Network auch down ist und so. Und ich bin da so ein bisschen abhängig von, weil wenn es nicht funktioniert, kann ich auch keine Videos aufnehmen. Und ich sehe gerade, ey, das sieht so asozial aus. So, bevor ich jetzt hier weiter rum... Achso, das ist eine Testversion von dem Texturpaket. Weil, warum? Ich kann das kaufen. Wahrscheinlich. Hätte ich gerne ein Naturtexturpaket genommen, dann würde ich das ganz normale nehmen. Und werde die Welt jetzt einfach mal erschaffen. Und dann haben wir ein bisschen Survival-Spaß. Ich freue mich sehr auf dieses Let's Play, dass ich euch da so mitnehmen darf. Und mein Gott, ich muss jetzt auch so viele Sachen. Ich nehme das ganz heute hier am zweiten Weihnachtsfeiertag auf abends. Und Party war exzellent, steht da unten. What? So. Seht ihr? Das habe ich ganz vergessen. Und zwar werde ich natürlich passend... Nein, natürlich nicht. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der war. Ah, hier war der. Genau, hier. Castaway. Ein Skin nehmen, weil das passt ein bisschen... Das passt ein bisschen besser. Ich bin gestrandet! Hilfe. Ich bin gestrandet! Und, ja, was euch sicherlich wahrscheinlich jetzt auch schon aufgefallen ist mittlerweile. Ja, ich spiele das Ganze mit Facecam. Das ist, hallo? Ich muss mal... aua! Ja, scheiße, das fängt ja schon wieder gut. Das fängt ja schon gut an. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung reinkommen. Ich bin total raus, was Minecraft angeht, bin ich ganz ehrlich. Und wo, ich bin hier mitten in der... Ach, mein Gott, wie war der nochmal rennen? Achso. Weil ich habe schon so lange kein Minecraft mehr gespielt und ich werde mal eben, bevor das jetzt hier richtig losgeht, total voll professionell, Alter, du bist der geilste Let's Player ever, wird die Musik nämlich mal komplett runterdrehen, weil die geht mir nämlich jetzt tierisch auf den Nerven, weil ich da wahrscheinlich andere Musik unterlegen werde oder vielleicht gar keine, mal gucken, je nachdem, wie wir das handhaben. Mein Gott, jetzt juckt auch noch mein Ohr, ey, das... Ey, das gibt's gar nicht. Das ist, wie gesagt, Season 1, Episode 1. Wir fangen an... Ja, womit fangen wir dann an, wenn wir gestrandet sind? Wir müssen natürlich erstmal hier uns Sachen bauen und ein Haus und ach, all mögliche Zeugs. Wir müssen auf die Jagd gehen. Wir dürfen abends nicht alleine raus. Viel zu tun. Ja, und ja, da haben wir genug Zeit, uns über Themen zu unterhalten. Oder wenn ihr möchtet, auch über Minecraft oder andere Spiele und wie auch immer... Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, erstmal hier abgrasen. Holz, 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 Holz. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das Jahr 2015 so für uns Gamer bringt, was da für tolle Spiele auf uns warten und was wir da.
was wir da so sehen werden, auch grafisch mäßig und so auf der PlayStation auch und natürlich auch die PCler und alles. Ja, müssen wir uns eigentlich mal überraschen lassen, was da so auf uns zukommt. Ich meine, einige Spiele wissen wir schon, was da kommt, und aber da werden wahrscheinlich noch einige Überraschungstitel, vermute ich mal, kommen, die jetzt noch nicht angepriesen sind. Und natürlich bin ich sehr, sehr gallig und interessiere mich sehr dafür, wann endlich Project Morpheus released wird und wann das ansteht, das Ganze. Denn das wäre doch schon mal viel wert, das zu wissen und was für Spiele da auch geben wird. Ja. So, das erste, was wir jetzt erstmal gleich bauen, das ist definitiv eine Werkbank, die brauchen wir. So. Lalala. Erinnert mich auch jetzt gerade so ein wenig an The Forest. Ich weiß nicht warum. Jetzt werden wieder viele sagen, du guckst ja auch viel Gronkh. Ja, gucke ich schon. Das stimmt wohl. Ich gucke sehr, sehr gerne Gronkh. Auch die anderen Let's Player. Mein Gott, jeder hat halt so sein Liebling. Das ist nun mal so. Ne, wie, keine Ahnung, was weiß ich, wie einige Leute gerne Marmelade mögen oder dafür essen sie lieber eine Wurst auf dem Brot. Ja, das, jeder hat halt so seine Vorlieben. So, jetzt werde ich hier noch ein bisschen was mitnehmen. Ich sehe schon, wir kriegen schon Hunger. Also zumindest eine von der Keule ist schon weg. Den Baum nehme ich auch noch mit. Ich weiß noch gar nicht, wo wir unsere Hütte hinbauen werden. Das müssen wir mal gucken gemeinsam. So, lalalalalalala. Holz. Ja. Ihr seht, das geht ganz schön fix jetzt hier schon mit dem Holz. Also fürs Erste, also geht nachher noch viel, viel mehr. Ich bin auch der totale Minecraft-Noob. Also für Leute, die jetzt denken, boah, ey, bin mal echt gespannt, wie der das und das macht, das und das macht. Also von mir dürft ihr da nicht viel erwarten. Ich bin da voll der Anfänger. Was ist denn da hinten? In der Ferne ist das so, hallo? Sieht aus wie so ein Kirchenkreuz da oben. Nee, wie gesagt, also Minecraft-mäßig, da dürft ihr mich jetzt nicht hier irgendwie mit Fragen bombardieren. Ich weiß auch gar nicht so großartig. Ich finde es hier schon eine schöne Ecke, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie wir da so, wie man das macht, das kann ich euch gar nicht so. Ich muss selber erstmal hier so reingucken und selber so ins Spiel reinkommen wieder, weil ich ja, wie gesagt, auch erstmal eine lange Pause hatte und ich ja sowieso, wie gesagt, nicht so der großartige Minecraft, also Spieler schon bin, aber jetzt nicht so intensiv gespielt habe, bis auf, ich glaube, ja, doch Mitte des Jahres habe ich sehr, sehr viel Minecraft gespielt, aber nur diesen, nicht den Survival-Modus, sondern den, Creative-Modus, nenne ich den jetzt mal. Ich glaube, der heißt sogar so Creative, ja? Creative-Modus, ja, genau. Huch, so. Und da habe ich mit ein paar Freunden zusammen eine Stadt gebaut. Das war sehr, sehr geil. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir sind auch noch nicht fertig, noch lange nicht. Also es ist schon, wir haben eine Tankstelle, wir haben eine Shopping Mall, wir haben eine Feuerwehr, wir haben einen Kirmesplatz, wir haben eine Riesenkirche da stehen, wir haben, jeder hat so ein eigenes Haus, so in der Siedlung und sowas alles. Also richtig, richtig geil. Und ja, das macht dann auch immer Spaß, dann so ein bisschen da immer weiter zu spielen. Minecraft ist so ein richtiges Suchtspiel. Also ich weiß nicht warum, es ist wirklich so ein richtiges Suchtspiel und wenn man einmal damit anfängt, kann man gar nicht aufhören. Und ich glaube, das wird heute hier im Let's Play, glaube ich, wahrscheinlich auch wieder passieren, dass ich wieder wahrscheinlich nicht damit klarkommen werde, aufzuhören. Und da muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht zu lange die Folgen mache. So, und ich weiß auch gar nicht, ob auch diese Folge jetzt erstmal speichert hier und alles. Das kann ich gar nicht sagen, gar nicht beurteilen. Das muss ich schauen, werde ich ja selber sehen. So. Das ist auch erstmal ein Test quasi, eine Testaufnahme. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich die dann hochladen werde. Weil ja das PlayStation Network ja immer noch so ein bisschen down ist. So, das nehme ich noch mit. Und dann fangen wir hier noch an so ein bisschen. Und dann müssen wir auch zusehen, dass wir mal so langsam mal anfangen, so eine Werkbank zu bauen, dass wir uns ein paar, ja, so eine Holzaxt oder sowas bauen. Weil dann kommen wir auch ein bisschen flotter hier voran. Ich weiß, das hätten wir jetzt schon längst machen können. Viele schreien es auf. Wir hätten schon längst hier irgendwie mal eine Werkbank bauen können. Ja, ich weiß, aber ich bin nicht du. Ja, das ist nicht böse gemeint.
So, ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal so. Wie war das denn nochmal? Jetzt muss ich selber erstmal gucken. Aua, mich juckt's. Nee, das ist falsch. So, genau, dazu brauchen wir, was? Nee, Moment, da ist die Werkbank. Genau, dazu brauchen wir die. Die können wir hier raus. So, eine Werkbank. Wunderbar. Das platzieren wir erstmal hier hin. So. Na. So, jetzt muss ich erstmal schauen. Und zwar, genau, dazu brauchen wir Stickies. Und dazu brauchen wir auch wieder diese Holzbretter. Da mache ich jetzt erstmal so, machen wir mal so 48. Stickies machen wir auch mal ein paar. So, dann können wir nämlich quasi jetzt schon unsere, ja, so ein paar Werkzeuge schon bauen. So, dann habe ich von jedem jeweils zwei und kann, na, bist du wohl so. Und dann kann ich jeden dann, was wollte ich jetzt sagen? Ich habe total den Faden verloren. da werde ich dann ganz gemütlich jetzt hier dann erstmal schauen, dass ich erstmal mir das so ein bisschen, dann habe ich von jeder Sache zwei und können da ganz gemütlich dann hier arbeiten. So, das wollte ich sagen, oder wie auch immer, keine Ahnung. Ich freue mich auch sehr nächstes Jahr auf Dying Light und ach, wir haben was ganz Wichtiges vergessen zu bauen. Na, jetzt fällt es mir gerade auf. Holzschwert müssen wir noch bauen. Ja, jetzt im Fall durch dein Holzschwert vergessen. Ich weiß, weil es so weit hinten ist. Entschuldig bitte. So, na. So, das geht doch schon viel, viel schneller. Also, ich werde mir mal ein bisschen Fleisch organisieren. Komm her, du Kuh. Komm her, du gehst sterben. Ja, geh sterben. Huch. Hallo? So, Entschuldigung. Liebe Tierschützer, Entschuldigung, das musste sein. Ich habe Hunger. So. Und wir müssen natürlich zusehen, dass wir uns so schnell wie möglich... die Sonne geht nämlich schon unter, ich sehe es. Ist auch eine viereckige Sonne, ist auch sehr geil. Dass wir uns natürlich so schnell wie möglich auch hier so eine Hütte und sowas bauen. Ja. Ich kann mal gucken, dass ich hier vielleicht hier irgendwas hinknalle, wenn ich da mal... dann Zeit zu habe. Jetzt werde ich aber erstmal trotzdem noch mal ein bisschen Holz hacken. Hacking, Holzhacking. Lalala. Und ihr seht schon, es geht schon viel, viel schneller jetzt hier mit der Axt. Ich bin ein fleißiger Holzfäller. So. Ja, Gamescom bin ich auch eventuell nächstes Jahr, habe ich ja gesagt, möchte ich gerne doch einmal hin, obwohl ich eigentlich gesagt habe, nee, ist nicht so meine Welt, weil es immer so voll ist und ach. Aber habe mich doch gesagt, dann komm, mindestens einmal, musst du dir das mal gönnen. Also an den Spieleständen werde ich sowieso nicht drankommen, das weiß ich, weil einfach zu viel los ist, zu voll ist. Ja, und dass auch bis jetzt noch keine andere Lösung gefunden worden ist, da bei der Gamescom, verstehe ich auch nicht ganz. Da mit den Warteschlangen und so, dass man die Leute wirklich so lange warten lassen muss, dass man das nicht irgendwie anders regeln kann. Naja, ist ja auch Wurst und es wird dunkel. Ich merke es gerade. Ich werde mich gleich erstmal eingraben irgendwo. Weil den Baum möchte ich noch fällen und dann grabe ich mich irgendwo ein und dann warte ich oder beziehungsweise werde mir ein Bett bauen. Das ist viel, viel besser. Was brauche ich denn dafür? Wolle. Ja gut, Wolle und Wolle wird, glaube ich, schwierig werden. Ich glaube, Wolle wird schwierig, weil wir müssen die Nacht nämlich überlegen. Überlegen ist auch gut, die Nacht überleben. Wolle, da hinten sehe ich ein Schaf. Das ist gut, bevor jetzt hier losgeht. Nee, das sind Wölfe, ne? Also zumindest recht. Ach ja, das ist ja das neue Update, stimmt. Hier gibt's ja jetzt, hier gibt's ja jetzt Pferde. Juhu, Pferde, yeah! Und wir dürfen dann natürlich nicht den Enderman begegnen. Weil dann stehen wir nämlich da. Noch mal ein bisschen Fleisch besorgen. Hallo Pferdchen, wie geht's dir? Oh, da hinten schießt schon einer. Oder da hinten. Na, da hinten stand schon jemand. Wir müssen unbedingt jetzt ein Bett bauen, das wäre viel geiler. Dann könnten wir nämlich so schnell wie möglich die Nacht überwinden. Oh nein. Ich sehe schon jetzt die... da ist schon...
Da ist schon der erste Zombie. Lalalalalala. Und da ist noch ein Zombie und ich sehe keine Schafe und ich weiß gar nicht, wie sollen wir denn die erste Nacht schon überleben? Oh Gott. Ich habe keinen blassen Schimmer. Oh Gott, die verfolgen mich auch noch. Hilfe! Hilfe! Ich brauche doch nur ein Schaf mit Wolle. Da hinten ist der Enderman, ich sehe ihn. Oh Gott. Oh Mann, ich brauche doch nur ein Schaf. Und diese doofen Skelette, die hasse ich auch voll. Die sind auch total nervig in dem Spiel. Oh, da ist eine Spinne. Eine Spinne. Gibt es denn hier keine Schafe mehr auf der Welt? Das ist doch irgendwie. Ich will nur überleben. Überleben. Da war auf jeden Fall ein... Da ist ein Schaf. Ja, geil. Ja. Ja. Ein weißes Schaf. Noch ein Schaf. Ja, ja. Und Schweine. Ich glaube, ich... Aua. Geh sterben. Warum explodiert der nicht? Ich brauche Fleisch. Ich brauche alles. Aua. Oh nein. Und ein Schaf. Ja, natürlich. Das war ja jetzt mal voll geil. Das war ja mal echter Hammer. Oh Gott. Komm, geh sterben, Schaf. Und gib mir das. So, ich werde ein bisschen mich hier vergraben jetzt gleich. Oh, ich glaube, ich grabe mich gerade in den eigenen Tod. Glaube ich zumindest. Ja, hallo. Oh Gott. Ich brauche unbedingt jetzt gleich ein Bett einmal hier bauen und, warum ist hier alles voller Steine? Warum? Nee, wie war das denn nochmal? Ah, hier. Ich werde sofort mir ein Bett bauen. Kleinen Moment, ich muss mal eben hier... Wenn ich schon einmal hier bin, kann ich auch Mann, jetzt haltet doch mal die Klappe da oben, ey. Geht mir ja voll auf die Nüsse. Dann kann ich auch die Steine mal eben hier mitnehmen, die hier gerade sind. Steine. So. Werde ich mir nämlich jetzt sofort dieses Bett bauen, wollte ich sagen. Und, sollen mir jetzt nicht auf die Nerven gehen da oben. Die sollen abhauen. Das Holzschwert ist übrigens auch schon fast kaputt. Aber da kann ich mir jetzt gleich ein Steinschwert bauen, weil ich ja schon Steine habe. So. Mal eben ganz fix die Werkbank hingestellt. So, kleiner Moment. Zack. Ein Bett her. Und dann wird geschlafen. Oh, Gott sei Dank. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so laut war, aber ich glaube, die sind oben gerade abgekackt. Die sind, glaube ich, gerade alle gestorben oben. Ach, ist der aber niedlich. Oh, ist der aber süß. Aua. Ich werde sterben. Aus einer Kacke. Nein. Was ein Fail. Wo war das denn jetzt? Oh Gott, ich werde das nie wiederfinden. Nein.
Ich werde das doch nie im Leben wiederfinden, wo ich da gewesen bin. Das ist natürlich schon mal ein super Start für die erste Folge. Wo war das denn, verdammt nochmal? War auf jeden Fall in der Nähe vom, toll, alles, was ich jetzt schon gesammelt habe, ist schon wieder weg. Na toll. Das war irgendwo in der Nähe von der Wüste, glaube ich, gewesen, wo wir da waren. Mein Gott, ich war schon auf den ausgerüstet, Mann. Stimmt, hier waren wir irgendwo. Ah, vielleicht finde ich doch noch meine Sachen wieder. Oh, wie süß, Pferdchen. Ja, wo war das denn? Du hast ein Pferd gefunden, juhu. Hallo, was? Ja, ich will doch... Mein Gott. Hallo, ich will springen. Och, komm. Dieses dämliche Tutorial hält mich jetzt daran auf, meine eigenen Gegenstände wieder zu finden. Das gibt's doch nicht. Oh. Ja, bla bla bla, so. Wo war das denn jetzt, verdammt nochmal? Ich werde das nie im Leben, werde ich das wiederfinden. Das gibt's gar nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß es echt nicht. Ich meine, wir sind hier irgendwo hingerannt, glaube ich. Oder war das da hinten? Ne, da hinten war das, glaube ich, ne? Oder? War das da oben? Ne, da oben rauf sind wir, glaube ich, gelaufen. Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Ich bin Brot. Tolles Let's Play übrigens von Gronkh. Könnt ihr euch mal reinziehen. So. Jetzt werden wieder viele sagen, ja, ich hab wieder Gronkh, ja, ja. Nee, oder? Wo war ich denn hier, verdammte Axt? Ich war da... Huch. Ja, das ist schon mal super. Das ist schon mal super, dass ich das nicht wiederfinden werde, wo wir waren. Ich ja auch. Nein, alles wieder von vorne. Das hasse ich so. Das gibt's gar nicht. Hier waren wir nie im Leben. Im Leben waren wir hier nicht gewesen. Oh, ein Ei. Ich wünsche, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Lalalala. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo wir waren. Und ich werde es auch, glaube ich, nicht wiederfinden. Und die Sachen werden wahrscheinlich schon wieder weg sein. Bei meinem Glück. Und das Schlimme ist, ich habe jetzt auch noch niemals eine Karte, dass ich mal hätte drauf gucken können. Wie sieht jetzt mal... Ach, da ist das... Okay, Moment, da ist das mit der Kirche. Sind wir hier lang gelaufen? Wo ich gesagt habe, da ist das dann. Dann bin ich hier lang, oder? Nee, Moment. Hey. Gerne Seite. Mann! Ich hau dich mit dem Ei. So, geh weg. Dumme Kuh. Blöde Kuh. Entschuldigung. So. Ja, das ist natürlich sehr, sehr geil. Wir haben sehr viel geschafft in der ersten Folge. Auf jeden Fall. Das ist super. Das heißt für mich, ich darf hier wieder alles von vorne anfangen. Halleluja. Na toll. Und ich kriege schon wieder Hunger. Ich sehe es gerade. Also nicht im Real Life, sondern da im Spiel. Und, das heißt, ich werde jetzt erstmal, glaube ich, eine Werkbank bauen, um mir so ein bisschen hier die Werkzeuge zu organisieren wieder. Und dann muss ich mal schauen, so schnell wie möglich, dass ich... Ach, unser Castaway-Typ hier. So, ich brauche Stickies, ne? Genau. Und dann kann ich nämlich hier schon... Yeah. Okay, uns fehlt noch ein... Ich glaube wieder ein... ja, okay. Alles klar. So, damit geht das doch schon viel, viel schneller und viel, viel fixer. Wir müssen uns mal irgendwie so einen Orientierungspunkt ausmachen, wo wir dann sagen, falls ich mal den Weg nicht mehr finde, dass ich das wiederfinde alles. So, dass ich dann sagen kann, ja, so, Moment. So, jetzt können wir das Schwert auch bauen, ne? Yeah. Dass ich das Ganze dann auch wiederfinde, wo wir gewesen sind, wo wir gebaut haben. Davon links. So. Ungefähr. Dann wissen wir, wo... Oh, da oben ist ein Äpfelchen. Ein Äpfelchen. Yeah. Geh weg, Hund.
bin gerade hier am Holzfällen, siehst du doch wohl. Ich wünsche, ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ja, das müssen wir leider machen. Leider, Gottes Willen, ist es hier so beim Survivalen. Da müssen wir jetzt hier so ein bisschen, ja, meine Überlebenschancen vergrößern wieder, dass ich hier halt Holz sammle erstmal. Das ist wahrscheinlich total aufregend für euch zuzugucken. Ne? Aber wir werden natürlich auch ein Haus mal bauen und sowas alles. Das ist alles in Planung, aber das ist, ich kann es ja nicht ändern. Wir müssen ja Materialien sammeln. Das ist ja der Survival-Modus. Und da muss man das halt machen. So. Das ist nun mal so. Da bleibt uns gar nichts anderes übrig. Da müssen wir durch. So, ihr könnt ja gerne Vorschläge mal in eurem Video machen, genau. Ihr könnt ja mal Vorschläge unter diesem Video schreiben, was wir in einer weiteren Folge machen sollten. Und das wäre gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. Weil dann können wir nämlich zusammen gemeinsam hier so ein bisschen die Welt bestreiten. Schwebende Bäume. Ah. So, dann schauen wir mal, dass ich jetzt hier weiterfälle. So. Yay. So. Zack und zack und blub und blub. Und guck mal, schaut mal, wir haben schon 38, 39 und 40. Hölzer haben wir schon zusammen. Baumfeld. Bin ein fleißiger Holzfäller. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Hollei, hollei, hollahu. Ich glaube, dieser Song wäre, glaube ich, auch nicht so bekannt geworden, wenn es nicht damals in so einer Autoversicherungswerbung lief, das glaube ich, ne? Oder war das? Oder war es eine Autowerbung? Ne, eine Autoversicherung. Versicherungswerbung, glaube ich, war es gewesen. Hallo, renn doch mal. Ach, wir haben Hunger. Ich muss da mal echt drauf achten. Ja, yeah, komm her. So, toll. Ich hätte vielleicht mal ein Schwein schlachten sollen. Also. Na. Da haben wir, glaube ich, aber trotzdem was gekriegt. Ein wenig Roschbi. Na. Wo guckt er denn hin mit seinem. Das reicht noch nicht. Das ist noch nicht genug. Das heißt, wir müssen noch mal eben kurz. Da hinten ist ein Schwein. Da hinten ist ein Schwein. Ein Schwein. Ein Schwein. Ja. Wir werden natürlich auch hier anfangen zu grillen und solche Klamotten machen. Also wir werden jede Menge Sachen machen. Das alles in der Season. Oh ja. Bett müssen wir auch noch bauen, übrigens. So, da waren noch andere Schafe. Eben schnell die. Ja, gleich ist alles vorbei. Gleich. Huch. So, habe ich die weiße Wolle nicht mehr? Ja, okay. Das heißt, ich muss noch mal gucken, wo ich dann andere Wolle herbekomme. Fürs Bett, was ich mir. Oder ich würde sagen, was wir in einer weiteren Folge bauen werden. Und dann geht es hier spannend weiter. Ihr solltet auf jeden Fall dranbleiben. Ja, Season 1, Episode 1. Ja, wir sehen uns in der zweiten Folge. Macht's gut. Ciao.